Hallo ihr Lieben, wir sind wieder unterwegs. Wir gehen heute die Himmelsleiter hoch und rauf zur Glessener Höhe. Und da hat man eine schöne Aussicht im Rheinland. Ja, und ich habe mein Mützchen an, weil es kalt ist. 4 Grad waren es eben. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß. Es ist heute eine kleine Tour, weil wir heute nicht so viel machen wollten. Aber eine kleine Tour. Hauptsache raus bei diesem schönen Wetter. Markus, willst du noch was sagen? Ja, wir sind hier eigentlich, wenn ich mal euch drehe, ja, am ehemaligen Benediktinerkloster in Frechenkönigsdorf. Davon ist jetzt allerdings nicht mehr viel übrig, eigentlich nur noch die ehemalige Mauer und hier eine ehemalige Pforte und hier ein Kreuzbild. Und ja, hier gehen wir jetzt mal los Richtung Himmelsleiter. Wir haben die Tour jetzt so gemacht, dass wir erst die Treppe hochgehen, die ist ziemlich lang. Ist für rheinländische Verhältnisse, sag ich mal. Und eigentlich wäre die Tour andersrum, aber wir wollten dann doch ein bisschen Herausforderungen, mal warm werden. Und deshalb gehen wir die Treppe rauf und nicht runter und dann hinterher durch den Wald zurück. Bis später. Guck, guck, da sind wir wieder. So, wir sind jetzt schon im Königsdorfer Wald. Dreh euch mal. Und schönes Wetter. Aber müssen mit Komoot laufen. Ja, ist jetzt hier kein ausgeschilderter Weg. Wir haben uns halt einen Rundweg rausgesucht, der so 9 Kilometer lang ist ungefähr. Und wie gesagt, diese Himmelsleiter beinhaltet, dass wir auf die Glessener Höhe raufkommen. Im Moment ist ja noch kühl und wir sind entsprechend verpackt. Aber bei dem Wetter kann man einfach nicht drin sitzen bleiben. Wir haben auch eine neue Kamera. Vor allem wegen den Windgeräuschen haben wir uns jetzt mal was anderes zugelegt. Und ich bin mal gespannt, ob das klappt, weil das Ganze hat ein Funkmikrofon, wo dann auch eben so ein Puschel drauf ist, dass man diese Windgeräusche nicht hört. Und tatsächlich, es ist jetzt nicht doll windig, aber wir spüren schon einen Wind. Das heißt, normalerweise mit der alten Kamera hättet ihr jetzt heftige Windgeräusche drauf. Und ich bin mal gespannt, wie das mit dieser Kamera jetzt ist. Ja, dann würde ich sagen, melden wir uns gleich an der Treppe, weil das ist gar nicht mehr so weit. Und dann könnt ihr uns beim Keuchen begleiten. Beim Leiden sehen. Ja, ups, etwas schlappig. Obwohl der Wald gar nicht so weit von uns weg ist, sind wir dann doch zwar das ein oder andere Mal hier gewesen, aber wenn man nicht so diese ausgetretenen Hauptwege hat, wie hier jetzt zum Beispiel gerade, dann merkt man, wie nett das doch hier so an vielen Stellen ist und dass man das gar nicht so mitbekommt und einfach mal öfters auch vor der eigenen Haustür in den Wald sollte. Und was wir jetzt sowieso vorhaben, wir wollen ja jetzt mal mehr so in Streckenwandern kommen und hatten jetzt mal überlegt, mal irgendwie 3 Tage hintereinander so in Richtung 10 Kilometer zu laufen. Ja, und ist dann nur im Moment noch mit der Helligkeit ein bisschen Problem, dann nach der Arbeit irgendwie noch so wegzukommen, dass es noch nicht dunkel ist. Aber wer weiß, vielleicht machen wir dann auch noch mal so die nächsten Tage ein Türchen in die Dämmerung hinein oder sogar am Abend. Werdet ihr dann vielleicht ja mitbekommen. Bis gleich. Hallo, hier bin ich wieder. Jetzt sind wir an der Himmelsleiter angekommen. Jetzt muss ich das drehen. Dreimal. Das Problem ist, das ist ja jetzt neu. Aber das war, glaube ich, beim anderen auch so. Okay.
Warum bei dir und bei mir nicht? Wahrscheinlich so langsam drückst. So, jetzt gehen wir die Himmelsleiter rauf. Ja, wir zählen mal die Stufen mit. Ja. Keine Ahnung, wie viele das sind. Da ganz rauf ein bisschen mehr. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 46, 47, 40, 49, 50. 4, 5, 6, 7, 60. Neunzig. Hundert. Noch das Stück. Ja. Oh, da kommen Leute. Ja, so kannst du auch Treppen lernen. Ja. Mitgehen. Mein Gekeusche bitte rausschneiden. Danke. Wie viel haben wir? 155. Sonntag. Mir wird's warm. Hier sind die Stufen komisch. Welche Seite wollen wir? 200 hier drauf. Aber ich habe tatsächlich. Keine Ahnung, was hier steht. Und irgendwie die 121. 122. Ich hab das Mikro. Ja. Das ist die beste Aussicht. Ja, hier sind wir hier oben an dieser Leiter angekommen. Aber wie viele Stufen waren das? 221. Aber wir meinen, wir waren noch weiter oben. Ja, geht es ja auch noch hoch, aber ich sehe da hinten, glaube ich, kommt gleich ein rechts ein Weg. Aber ja, hoch wollten wir. Mal gucken, ob wir da hochkommen, weil wir hatten letztes Mal eine gute Aussicht gehabt. Hier gibt es zwar auch einen Weg, aber der ist eher so. Nee, da gehen wir. Der fällt ein. Hallo. Nein, da gehen wir nicht. Und da gibt es aber, glaube ich, gleich, wenn es auf der Karte ist, vielleicht noch an. Ja. So sieht es hier aus. Viele Familien unterwegs.
manche Eltern mit ihren Kindern auf der Himmelsleiter und üben Stufen gehen, Treppen gehen, finde ich ganz gut. Ja, man muss auf Ideen kommen. Und jetzt geht's weiter. Bis gleich. Tschüss. So, da. Vor uns müsste man jetzt das Abteil im Brauweiler sehen. Ich guck mal, ob ich das irgendwie gesummt kriege. Jetzt, genau. Da hinten müsstet ihr das Abteil im Brauweiler erkennen können. Wir sind jetzt ganz oben mittlerweile auf der Spitze der Glessner Höhe und wir suchen eigentlich so eine Stelle, wo ihr mal ein bisschen freieren Blick habt, weil hier durch die Bäume ist das natürlich ein bisschen suboptimal. Und gerade nach rechts rüber nach Köln wäre schön, mal einen Blick zu bekommen. Juhu, hier bin ich wieder. Also, ich war diese Woche mit unserer ältesten Tochter mal eine Runde um Feld spazieren. Und im Moment düngen ja die Bauern alle. Und was ich nicht wusste, was uns da aufgefallen ist, da standen so drei Tank-LKW-Wagen mit Düngemittel drin aus Holland. Ja, die ganze Kaka wird hierhin verfrachtet und damit düngen die unsere Felder. Und das hat so gestunken. Also, ja. Fand ich interessant, dass das aus Holland kommt. Und so wisst ihr das jetzt auch. Und jetzt müssen wir mal einen Weg suchen, dass wir runterkommen irgendwie. Tschüss! So, wir haben uns jetzt überlegt, hier diesen Pfad doch runterzugehen, weil der normale Weg wäre dann ein ziemlicher Umweg. Und so richtig verstehe ich nicht, warum die hier nicht eine tolle Aussichtsplattform gemacht haben, weil das ist ja eigentlich eine Abraumhalde vom früheren Brauntage-Kohlebergwerk. Und da hätten sie dann sicherlich auch idealerweise auch irgendwie entweder so eine Stelle nicht bepflanzen sollen mit Bäumen oder die Himmelsleiter eben wirklich bis ganz rauf machen. Das wäre auch noch schlau gewesen. Oder ja, auf jeden Fall ist es hier so ein bisschen schade, dass man die Höhe und die Aussicht, die man damit eigentlich hätte, nicht wirklich nutzen kann. Und insofern seht ihr jetzt nur bruchstückhaft was. Das da unten dürfte Glessen sein, nachdem diese Höhe ja auch benannt ist. Ja, eben haben wir euch schon Brauweiler gezeigt und dahinter eigentlich müsste es noch einen schönen Blick Richtung Köln geben. Und ich kann mich auch erinnern, wir waren hier mal vor 2-3 Jahren wandern, dass das da alles irgendwie vielleicht noch besser zu sehen war. Aber ja, und natürlich sind teilweise, wie ihr seht, sind an manchen Stellen ja die Bäume auch noch jünger. Also die sind natürlich in 3 Jahren auch noch mal ein Stück gewachsen. Ja, aber so, es geht doch halbwegs. Ja, siehst du, soll den Tag nicht vom Abend loben. Und ja, also nicht ich. Mountainbike war irgendwie nie meins. Ich bin zwar früher Rad gefahren, aber das war dann eher Rennrad. Ich weiß ja nicht, was du sagen willst. Das war in Schottland, ja genau. Ja, ja, wir waren mal in Schottland am höchsten Berg Schottlands und da gibt es auch eine Strecke für Mountainbiker, wo eine Weltmeisterschaft ausgetragen worden war. Und insofern ist diese Strecke natürlich bei Mountainbikern
heiß beliebt, um mal zu gucken, was man kann. Und dann Seilbahn. Genau, wir waren vorher, sind mit der Seilbahn raufgefahren und haben uns dann allerdings auch den einen oder anderen Mountainbiker, der dann diese Strecke runter ist, angeschaut. Und ja, dann war auch einer dabei, der ist dann irgendwie nach den ersten 300 Metern auf die Fresse gefallen. Und dann dachten wir uns, so viel Aufwand, um da hochzukommen, um sich dann direkt am Anfang hinzulegen. Ja, ist halt je nachdem auch nicht ungefährlich, diese Sportart. Jetzt rechts, genau. Bis später. Gerade nochmal an der Himmelsleiter oben am Ende vorbeigekommen. Wir haben oben ja jetzt die Glessner Höhe so eine kleine Schleife gemacht. Und haben nochmal geguckt, tatsächlich, weil wie gesagt, ich meine, wir waren vor 3 Jahren hier. Und das ist ungefähr genau das Stück, was die Bäume gewachsen sind, sodass man jetzt tatsächlich keinen Blick mehr auf Köln hat, sondern es nur noch hinter den Bergen erahnen kann. Und ja, erklärt natürlich, dass die Aussicht so ein bisschen schlechter geworden ist. Hätten sie bei der Planung alles ein bisschen anders machen sollen. Hallöchen, hier bin ich wieder. Ja, wir haben eben mal grob überschlagen. Es ist Anfang März. Und wir haben, wenn wir heute das hinter uns haben, circa 100 Kilometer dieses Jahr gewandert. Ja, mal gucken, wo das dieses Jahr noch hinführt mit uns. Also wir haben noch einiges vor und da bin ich echt gespannt. Ja, hiermit grüßen wir den Kumpel von der Franzi, den Alex. Der möchte so gerne gegrüßt werden. Also hallo Alex. Vielleicht inspirieren wir dich ja auch zum Wandern. Ja, und dann grüßen wir den Freund unserer Tochter Isabel, den Simon. Hallo! Ja, der muss ja auch mal gegrüßt werden. Der ist ein treuer Zuschauer von uns. Ja, und gleich gibt es wieder Mexumix, weil das ist bei jeder Tour bei uns so. Ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. Tschüss! So, hier am Wegesrand auch so wunderschöne Tümpel. Und Heidi hat Angst, dass ich die Kamera jetzt reinfallen lasse. Das hört doch jetzt nicht. Doch, jetzt ist das normale Mikrofon an. Das ist jetzt normale, ohne Puschel. Ja. Da hat ein Pferdchen hingeäppelt. Ja, ein paar Reiter haben wir heute auch gesehen. Eine Schutzhütte, obwohl das ja hier doch noch sehr nah an Zentren ist, dass man die wahrscheinlich selten braucht. Denke ich immer an den Mann, der dahinter gepischert hat. Jetzt auch gar nicht mehr so lange bis zum Auto und drehe ich mal rum. Wir laufen hier am Rand von so einem Entwässerungskanal vorbei. Dahinter ist auch so ein bisschen Moor oder so. Seht das Wasser da vielleicht auch nochmal? Alles schön bemoost. Und das ist natürlich jetzt schon mal grün, obwohl der Wald natürlich noch vollkommen ohne Laub ist. Aber auch nochmal schön. Ich glaube, wir müssen rechts, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. So, haben sie jetzt auch nicht mehr weit bis zum Auto. Da sieht man diesen Tümpel, Sumpf, keine Ahnung. Ich glaube, die Bäume wachsen sogar teilweise. Da drinnen, ja. Also, jetzt sagt Heidi und Markus, wir sind raus. Wir haben es geschafft. Geht ihr bitte raus, genießt das Prost. Wetter. Prost! Wir hatten 9,03 Kilometer. Also, kleines Türchen. Aber wir haben schon gesagt, sowas, das merkt man fast gar nicht mehr, wenn man jetzt mittlerweile das Wandern gewohnt ist. Bis bald. Tschüss. Vielleicht morgen. Tschüss.